Michael Knaut, wie Anfang der Woche bekannt worden ist, verlässt du nach 13 Jahren A1 Bregenz und wechselst zum Erzrivalen, zum HC Hart. Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen? Ja, ich habe natürlich lange überlegt, schon Anfang der Saison, was ich nächste Saison machen werde. Bleibe ich in Bregenz, suche ich mir neue Ziele. Es war kein einfacher Schritt, nach so vielen Jahren Bregenz zu verlassen. Doch wie das Sportlerherz halt so ist, und habe ich mir lange überlegt, habe ich noch eine neue Herausforderung. Ich habe mit Bregenz jetzt sehr viel erreicht und möchte mir einfach nochmal neue Ziele stecken. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, diese nächstes Jahr mit dem HC Hart anzugehen. Du hast gesagt, schon viel erreicht, 5 Meistertitel, 3 Cupsiege, alle Jugendmannschaften durchlaufen. Geht man da mit einem weinenden und einem lachenden Auge, oder wie schaut das aus? Es ist sicher sehr emotional, dieser Abschied, oder? Ja, ich habe schon ein bisschen Angst vor diesem letzten Spiel, beziehungsweise diesen letzten Tag, beziehungsweise der Verabschiedung. Einfach wird es nicht. Ich habe hier wirklich, bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden durch viele verschiedene Trainer, und denen ich auch wirklich sehr viel zu verdanken habe. Und einfach wird dieser Abschied sicher nicht. Aber es ist halt so mal im Sport, dass sich immer wieder Veränderungen ergeben. Und deshalb muss ich jetzt einfach diesen Schritt Ende Saison machen. Die Playoffs stehen vor der Türe, und wenn es alles gut geht, vielleicht auch ein Duell mit dem HC Hart. Möchtest du dich erstens mit einem Meistertitel verabschieden, und zweitens, wie wird dann das Spiel, wenn es wirklich gegen Hart geht? Ah, es ist sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, dass es für die Fans noch ein bisschen schwerer ist als wie für mich, denn ich bin bis 30. Juni in Bregenz unter Vertrag. Bregenz hat mir immer alles geboten. Und ich glaube, ich bin das Mindeste, was ich Ihnen schuldig bin, ist, dass ich bis zum Schluss alles für Bregenz gebe. Und der Meistertitel wäre schön, oder? Natürlich wäre ein Meistertitel schön. Jetzt zum Abschluss mit Bregenz. Nächstes Jahr ist etwas anderes. Da möchte ich natürlich auch mit dem HC Hart dann Meister werden. Jetzt zählt aber nur eines, und das ist mit Bregenz Meister werden. Und ich hoffe auch, dass ich dafür alles geben kann, für mich und für die Mannschaft. Die nächste Saison, was sind denn die Ziele mit dem HC Hart? Du hast schon gesprochen von der Meisterschaft. Im Europacup ist man auch weit gekommen. Der Abgang von Robert Weber steht vor der Tür, sage ich jetzt einmal so. Was glaubst du, ist möglich? Ich glaube, man hat dieser Mannschaft, kann man sehen, dass wirklich vieles möglich ist. Es sind nicht wirklich viele Veränderungen zwischen dieser und nächster Saison, außer dass ich eben nicht nach HC Hart wechsle. Und ich glaube, mit einer eingespielten Mannschaft ist immer vieles möglich, was man auch schon in Bregenz gesehen hat. Und da kann ich nur sagen, wirklich, dass ich mich auf diese Saison freue, denn es ist wirklich für mich auch eine Herausforderung, einen Robert Weber zu ersetzen. Und aber genau diese hohen Ansprüche habe ich mir gestellt. Und deshalb auch war das wirklich ein wichtiger Grund für mich, den Verein zu verlassen, beziehungsweise nach HCH zu gehen. Du hast auch 2 Polen, 2 Vize-Weltmeister bei deinem neuen Verein, mit Damian Weklak und Moczynski. Glaubst du, du kannst von ihnen noch viel lernen? Ja, ich glaube, vor allem von Damian Weklak hat man in dieser ersten Saison jetzt schon gesehen, was er alles drauf hat. Er ist ein super Mittelspieler, führt die Harder Mannschaft wirklich an, ist das um und auf auch, glaube ich, in dieser Mannschaft. Und ich glaube wirklich, dass ich von ihm auch noch einiges lernen kann mit seiner Erfahrung und Routine. Und ich glaube auch, dass wirklich aber auch nächste Saison die Mannschaft noch einmal mehr von ihm profitieren kann. Und darum glaube ich wirklich, wie man in dieser Saison jetzt schon gesehen hat, die Harder sind wirklich weit gekommen im Europacup, haben die in der HLA den ÖHB Cup gewonnen. Und darum sage ich, ist genauso mit HC Hart alles möglich.